und könnt euch gerne Informationsmaterial davon mitnehmen. Es ist wichtig, dass wir nicht alleine stehen, sondern Unterstützung von euch kriegen, weil dieser Verein ist natürlich schlagkräftiger, je mehr Mitglieder er hat. Und nicht nur Mitglieder, die passiv sind, sondern auch Mitglieder, die mitarbeiten. Das ist uns eben sehr wichtig. Und bitte informiert euch gerne beim ZAF. Vielen Dank. Das war's schon. Ich habe gedacht, ich kann mit der Zeit noch nicht rauchen, aber das war's ja nicht. Ne? Also ging nicht. So, wir haben noch einen Redner, bevor es gleich losgeht, und zwar den Lars Oberdorf. Den kenne ich schon ganz, ganz lange. Der ist im Prinzip schon mindestens mal seit Mitte 2020 dabei bei den Corona-Grundgesetz-Demos. Und wir haben uns kennengelernt zusammen auf einer Motorrad-Demo. Da ging es nämlich damals, da waren 15.000 Mopedfahrer. Das war ein Bild für die Götter. Aber die waren nicht wegen Corona auf der Straße. Oder wegen der Maske. Nein, wegen dem Verbrennungsmotor, der verboten wird.
Arbeitgeber, für den das arbeiten muss. Und vielleicht gibt es in nächster Zukunft sogar Begrüßungsgeld, was aus neuen Staatsverschuldungen dann Sondervermögen genannt wird. Oder Steuerentlastungen für Hausbesitzer, die eine Art Prämie erhalten, wenn sie eine bestimmte Anzahl an Mehrwertmenschen bei sich aufnehmen und natürlich vorher ihre deutschen Mieter entlassen. Ob Frau Baerbock ihre aus Steuergeldern finanzierte Immobilie oder auch zur Verfügung stellen würde, Menschen all inclusive für vollverpflegend zu beherbergen, die 100.000 Kilometer entfernten Völker entstanden.17 Meter.